Vater, das ist gut. Ja, meine Frau hat eine Delle, aber leider ist sie für mich keine Hilfe. Das genießen die so schön. Ich möchte nochmal sagen, sie würden sich nicht mehr ausdrücken, alle, die sie hören. Sie können sich nicht mehr ausdrücken. Sie merken, was ich für riesige Probleme habe. Das wendet man jetzt sofort aus. Man nutzt diese Videos gleichzeitig natürlich und wendet es aus, je nachdem, wie viel mehr reicht. Ne? Sie merken ja, was los ist. Und so wie bei uns hier die Lichter ausgehen, so wie ich auch nicht mehr kann, geht man rein in eine Wohnung, macht alles wieder neu, als wenn man sie nicht aufgebrochen hat und wir sind weg. Genau. Oder lässt uns jetzt erstmal drum rumlaufen, nachdem wir schöne Hirnwäsche gekriegt haben, alles. Nachdem man es wieder unter Hypnose genau sagt, was wir zu sagen haben zu machen. So, und die Behörden wussten ganz genau Bescheid, dass wir nicht hier sind. Und ganz toll ist das Rote Kreuz, Christus, evangelisch vereinigt, Wohnraumhilfe. Aber ganz, ganz toll. Es ist unglaublich, wie kriminell so eine Sache sind, so eine Institution. Ne? Oder auch der Weiße Ring, der wusste ganz genau Bescheid. Man wurde ganz genau informiert. Das ist der, wo man sich hier in Deutschland dann anwenden kann, wenn man Hilfe braucht. Anwalt wird dann zur Verfügung gestellt, Geld wird dann zur Verfügung gestellt. Ne? Und man kriegt auch eine Person, die das dann erledigt, wenn man das erst nicht hat. So, das fordere ich auch nochmal. Ich möchte sofort eine Anwaltsbüro, was hier tätig wird, und dann eine Person, die das alles erledigt und so. Das ist das dann zu mir. Ich will die gar nicht sehen. Ne? Weil wir wissen ja Bescheid, wir sehen ja sofort, wenn da gelogen wird und so. Und sofort kümmert man sich jetzt um unsere E-Mails, weil wir schaffen es jetzt nicht, unser Postfach zu kriegen. Man will uns vielleicht zwingen, dass wir diesen Briefkasten machen. Nein, nein. Der Briefkasten ist viel zu klein, richtige Unterlagen kommen nicht. Ne? Die kommen da nicht an, wenn du da geklickt oder um Raum gelegt, die man glaubt. Und man, dann hat man ja das, was man will. Ne? Man tut den Thomas, wenn der was antwortet und im Hintergrund verschwindet wieder alles. So, nach Mecklenburg-Vorpommern, Rostock und Berlin und so, oder auch Karlsruhe und so, die haben jetzt einfach wieder Entschuldigung, weil wir da nicht richtig hinschreiben konnten. Sagt Schnauzer der Rest nochmal, sie sollen sich sofort, das ist gesetzlich vorgeschrieben, sofort um die Immobilien kümmern, der Nachricht, die wir haben. Auch wenn die alle nur hingewählt werden, das sind keine. Das ist doch egal, möchte man der Welt sagen. Also, man lässt denen genug Zeit da überall, deshalb habe ich auch diese Büros schon übernommen da, ne, Grundstücksamt, Katastrophen, damit man in aller Ruhe alles deutschlandweit, in der ganzen BRD vernichtet. Wir haben BRD-weite Immobilien, das sind uns wichtig. Weil das war eine Riesenverwandtschaft, die da waren und sie waren alle alt. Und ich hoffe wenigstens, dass sie Nachkommen haben. Aber wenn sie angegriffen werden, kann sein, dass sie keine Nachkommen haben. Und dieser Staat hat auch kein Interesse, die zu schützen, die Nadel. Ne? Weil sie klauen dann die Schlösser und alles, was in den Schlössern ist. Was schon sehr, sehr wertvoll ist, ne Nadel? Ja. Und die Grundstücke und alles, das fällt dann hier dem Staat zu, wenn man keine Erben hat. So wie man es hier mit uns machen will. So, die Behörden wissen von allem Bescheid und Jobcenter West, Sozialamt, ne? Auch beim Sozialgericht haben wir es versucht durchzusetzen. Es ist ihre Aufgabe, dann nachzufragen. So, man hat ja einfach frech nicht geantwortet vor 2004. Auch wenn wir mit Einschreiben und Rückschreiben dahin geschrieben haben, ne? Hat man einfach nicht geantwortet. Grundbuchämter, Gerichtsbarkeit, regeln bevor von man überall, ne? Hier dieser, der davor war, ne? Dieser Schicksal, der da das Land da regierte, ne? Also unglaublich, vor diesen anderen jetzt hier, diesen neuen Stasi-Boy aus alten Bundesländern, der kommt jetzt nicht, Ringsdorf, ne? Ja. Also Ringsdorf haben wir auch angeschrieben mit Rückschein und so, haben uns immer gewundert, sie haben gar nicht reagiert. Obwohl wir Einschreiben und Rückschreiben genommen haben. Sie hatten es nicht nötig. So, dann haben sie ja kurz mal ausgetrickst, das werden sie ja oben auch sehen. Hier vom Umweltamt, das müsste schon oben sein, ne? Da haben sie ja kurz ausgetrickst, dann fiel mir ein, dass da noch Schrott und Müll hat man da ja einfach eine Kieskuhle und das, ich habe das eine nur als Beispiel genommen. Ne? Also eine riesige Kieskuhle, die man da vorher, wo man Kies klaute, hat man dann so um die 500 Kubikmeter Müll, ne? und Schrott und alles entsorgt. Ja, da hatten wir ja noch nicht Google. Und dann gucken wir nach bei Google, dann ist schon alles platt. Also haben sie den restlichen Kies auch noch geklaut und haben den Müll dann lieber wieder entsorgt. Das wussten wir natürlich nicht. Gleichzeitig wussten wir natürlich auch nicht, dass unsere Ahnen, soweit waren wir ja noch nicht 2004, bei Brodersdorf auch noch Land haben.
Ne, ich dachte bloß an diese vier Dinger, ne, die mir Ingrid ja auch immer wieder ausredet. Ne, also diese vier Bauernwirtschaften. Das möchte ich mir auch nochmal sagen. So. Und hier haben sie alle gewusst und sie haben es absichtlich nicht gemacht. So, sie haben absichtlich nichts eingetragen, wie wir gesagt haben, wer wir sind. Ne, warte. Nein. Das ist hier, also es ist unglaublich alles. Und absichtlich hat man uns auch damit gereizt und ist dumm gekommen, weil man wusste, dass wir da dünnhäutig sind. Ne? Also, das lasse ich mir nicht sagen. Deshalb wäre das einmal gekommen, ob ich ein bisschen geistig behindert bin oder mich das Äpfchen gebissen hat. Also da wäre was passiert. Ne? Ja. Da wären wir aber sofort, ohne sich uns mit denen hinstellen, sofort wieder zur Polizei, sofort wieder Staatsanwaltschaft. Ja. Total Alarm gemacht. Ja. Oder auch mit der Hilfsarbeiter. Ich habe sofort Anzeigen gemacht. Ne? Wie die Henning mit Mann sagt, ich bin Hilfsarbeiter. Und so. Weil das brauche ich mir wohl nicht von so einem dummen Stück sagen lassen. Ne? Ja. Da gibt es hier in Deutschland ganz genaue Gesetze. Aber so zänkisch sind die Deutschen. Ne? Also für sowas gehen sie dann auch vor Gericht und so. Und ich hätte es gemacht. Ja. Weil absolut. Da denke ich anders drüber. Und deshalb, wenn man uns hier ermordet, genau das ist uns wichtig. Nicht der ganze Reichtum oder so. Es ist uns wichtig, dass man uns hier nur drum kam und genau wusste, was los war. Genau, obwohl wir den Tieren auf unserem Land Bescheid wussten, was man nur vertuschen wollte. Und über alles andere auch. Und sich richtig gefreut hat, dass er uns alles geklaut hat. Und sich richtig gefreut hat, dass er noch nicht wusste, dass ich Adel bin. Auch sich richtig gefreut hat. Ne? Weil ich hätte das sofort beansprucht. Also, dass mein Land wäre nie in eine BRD gekommen. Das wurde hier reingezwungen. Wir wurden hier auch weiter gezwungen. Und wir müssen unter erbärmlichen Umständen hier leben. Und wir haben jetzt auch nicht umsonst nochmal Grundstücke gefordert in Immobilien, der Nati, die uns hier sofort zur Verfügung stellt. Und uns überschreibt, der Nati. Genau. So, und sonst wird es immer nur teurer. Natürlich wollen wir auch immer ein bisschen Geld verdienen, ne? So, und auch die Polizisten waren ja auch hier, ne? Da hat der eine auch gefragt, warum ich das jetzt nicht zulasse, dass sie die Röhrchen wechseln und ablesen hier mit der Heizung. Ne? Das habe ich natürlich, weil ich so vergiftet war, gar nicht überblickt, dass ich das gar nicht mehr machen muss. Dass sie das ruhig wechseln können. Ne? Ja. Dass das schon gar kein Geld mehr ist, dass das schon egal ist, was die abzahlt. Da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, wir müssen erstmal ein bisschen Geld machen, wir haben hier kein Recht. Dass man sieht, dass die Heizungsröhrchen nicht gewechselt wurden. Da haben wir den Beweis. Die sind ja einfach nicht wiedergekommen. Genau. Ne? 2010 im Dezember sind sie einfach nicht zurückgekommen und haben unsere Heizungsröhrchen gewechselt. Das war alles fadenscheinig. Sie hören ja, der hat ja gesagt, dass er die Heizung erst ausmessen muss. Ja, was haben sie denn vorher die 8 Jahre hier gemacht? Also, das ist alles ein Unsinn. Ne? Also nur so eine Sache. Und deshalb wollte ich sie nicht gewechselt haben. Ich wollte zeigen, sie sind nicht gewechselt worden. Genau. So, und wir brauchten da auch noch wenigstens, die anderen Wagen sind ja schon leer gewesen, wenigstens das Schlafzimmer und unsere zwei Toren, also unser Müllzimmer nennt sich 2 Toren. Das bedeutet, dass wir das nicht mehr Müllzimmer nennen wollen, wenn wir uns darüber unterhalten. Dass man genau sieht, dass nicht geheizt wurde. Darum kommt es nicht Beweis. Und erinnere nochmal, dass man da an einem Sonnabend hat man uns da einfach so eine Röhrchen hingestellt und wird uns wohl unter Gnose dazu zwingen, dass ich da die Röhrchen klaue, diese Blumen, und das dann selbst wegzumachen. Vor Jahren. Weil einfach auf dem Tisch, wo wir mal einpacken, in diesem Regen da, Speicherstraße, ne? So ein Sonnabend wechselt keiner irgendwo Röhrchen. Gott, wenn da einer war, der das da abliest. Und dann haben sie uns ja auch von Manova diesen einen da mal rumlaufen lassen, der so ein Manova-Schild hatte. Ne? Und der hat uns ja dann richtig aggressiv angemacht. Genau. Und wie das denn nicht klappte, kam ja Gurkenhals und wollte noch die Hand auf meine Schulter legen. So, da haben sie Glück gehabt, Gurkenhals. So was mag ich gar nicht, ne? Nee. Und was ich denn so will oder so. Ne? Und der andere, ja, und der hat es mit dem Rücken und so, und er braucht Platz und so, ne? Richtig angestrengt, er sollte reizen. Sie sehen, ich habe mehrere Bilder, wir haben ja alles hochgeladen, dann hat er sich ja bewegt, aber ich habe ihn dann einmal mit Fotoapparat einfach ein Foto gemacht, weil es reichte mir. Ne? Dann saß er wieder auf unserem Platz extra, ist vorher hingegangen, hat er doof getan, dann hat er, genau. Und hat uns nicht rangelassen. Da war nur mal eingepackt, der Wasser hat sich essen für uns. So, wir konnten uns nicht rühren, er konnte sich gut rühren, hat er gesagt, er hat gerade Rückenoperation gehabt, also nicht schlimm. Aber ganz schlimm, ne? Also nur doof tun, und den haben wir dann überall wieder gesehen. Und sogar, entweder Anfang dieses Jahres, oder im letzten Jahr ist er auch nochmal über den Hauptbahnhof gelaufen, wieder mit dem Schild, ne? Immer noch, das hat er auch davor gestanden. Also, sie versuchen immer weiter Reizpunkte für uns zu setzen, und diese ganze Stadt hat uns gereizt, ne? Also diese Herren Beamten haben extra frei gekriegt, wenn wir unterwegs waren. Und auch jetzt die ganze Zeit, sie hören ja auch einiges, und dann stellen sie sich einfach vor uns und blocken uns und laufen kurz vor uns los, macht keiner, ne? Und laufen um uns und alles, und
Sie sollten uns weiter reizen und nerven, man will uns unbezüglich fertig kriegen. Machen. Deshalb fordere ich das, dass die alle das einatmen und jetzt werden sie auch zügig fertig gemacht. So wie sie einen Knacks haben, sind wir noch da. Weil wir kriegen das nicht anders. Ich fordere hier Gleichheit. Ich möchte das ganz genauso. Und Sie können hier gleich einziehen, dass Sie auch ein Gottesurteil kommen, Herr Nassi. Heizung raus, Heizung entwässern, also leer laufen lassen und dann schön durch die Kälte, die uns noch bevorsteht. Und dann mal sehen, wie sie aussehen. Und das nennt man dann Gottesurteil. Ne? Weil es hier keine Gerichtsbarkeit gibt. Aber genau das fordern wir und möchte auch allen anderen sagen, nicht, dass sie denken, er ist ein Schwein und so. Nee, es ist doch Glück. Es ist Glück, dass ich Psychiater bin und Psychologe. Und es ist auch schön, dass ich vielen jungen Menschen viel gesagt habe, dass sie was lernen können davon. Weil wir brauchen doch dann keine eigenen Kinder, wenn sie es so machen. Wenn sie dadurch die Gesellschaft und die Menschen verbessern. Ja. Dann hatte ich. Und sie überleben so am günstigsten und am besten. Deshalb haben wir ihnen das denn gesagt, was wir unseren Kindern sagen würden. Von Anfang an, wir haben doch gesehen, was hier los ist. So, und so reagiert es man sich an uns ab und ich habe nur Glück, dass ich Psychiater bin. Und so kriegen wir sie demnächst noch. Und dann wird alles nach und nach rauskommen. Was meinen Sie, wie die noch kämpfen werden? Und sich gegenseitig verraten werden. Da ist kein Zusammenhalt. Sie beißen sich, sie schlagen sich, die Stasi, unglaublich. Ah, das kann ich auch noch mal sagen.